Hallihallo, hallo, Halli. Muskelschlund. Die nächste Mission der Worms Revolution Singleplayer-Kampagne. Ja, Kämpfe, in denen es um die Wurst geht, okay. Liegen dir im Blut. Ja, genau. Tja, angesichts des es kann nur einen Spieler geben. Konzepts, auch kein Wunder. Simpler geht's nicht, oder? Zugegeben, furchterregend klingt schon. Also, wundert euch bitte nicht, dass ich gerade etwas vom Vorlesen her, aber ist schon was später. So, ich glaube nicht groß drum rum, wir starten rein in Muskelstund. Only one set of worms can win. The other is fish food. I suggest you take the long way around, dealing with each obstacle and hostile worm in turn. In this hazardous terrain, you must make use of any natural cover. If you don't, they'll spot you, fire, and make elaborate doilies out of you for old lady worms to put their teacups on. They look like they're ready for a scrap. Hope you are too. Okay, das sieht irgendwie ziemlich einfach aus. Ich habe so ein bisschen, also weil wir einfach so mehr oder weniger nur durchmarschieren müssen. Scharf, Schrotflinte, zwei Dynamitstangen, okay. Ja, versuchen wir es einfach mal. Einfach mal rüberholzen. Okay, der hat nicht so getroffen. Aber Deckung, das ist ja echt cool. Also, dass es hier so wirklich so Gräben gibt, wo man in Deckung gehen könnte. Kann. Muss wahrscheinlich auch. Vor allem bei diesen ganzen. Boah, ja, wie viel sind das bitte? Nein, die treffen ja auch. Fällt gerade auf. Also es wäre dann tatsächlich gut, schon die auch auszuschalten. Scheiße. Das ist natürlich perfekt auch für die KI. Eben weil sie ja so gut auch umgehen kann. Mit den Bazookas vor allem. Wäre cool, wenn ich hier mehr Schafe hätte. Irgendwie habe ich Bock auf Schafe. Der hat gesessen. Definitiv. Auch wenn wir noch nicht dieses blöde Geschütz da wegbekommen haben. Das müssten wir mal langsam wegbekommen. Aber solange nur der Spaß da unten dran ist, finde ich das vollkommen okay. Der steht auch direkt neben der Mine. Eigentlich ganz nice. Also es ist ja vollkommen sinnfrei, was die unten da machen. Also in den anderen Etagen. Es gilt ja wirklich immer nur eine Etage zu bekämpfen. Und dann alles schön ein. Das ist vielleicht echt nicht so schlau, ne? Das ist echt nicht so schlau, gebe ich zu. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal das Geschütz da wegräumen. Sind das hier für Zustände, ey? So, das sollte gehen. Okay, den wollte ich zwar nicht unbedingt treffen, aber hey. Also ich wollte schon irgendwas treffen, das hat man, denke ich, mal bemerkt. In die Richtung, so in die Richtung, wo die Bazooka geflogen ist. Ja. Das ist hart asozial, lass das. Ballert der einfach von unten dagegen? Was denn? Vollidiot. Ich habe das Geschütz immer noch nicht. Was mache ich schon wieder für eine Scheiße hier? Und ich glaube sogar, dass wir uns echt etwas beeilen. Wobei, wir müssen uns echt gar nicht beeilen eigentlich, oder? Wir können einfach nur jetzt 30 Minuten hier abwarten und nichts machen. Und dann verrecken die einfach da. So, mit dem gehen wir mal lieber in das, in den. Alter, das ist nicht wahr, dass der jetzt wieder dran ist. Wie schnell geht das denn? Achso, der, okay. Oh. Er hat einen Wechsel gemacht. Wahrscheinlich haben die irgendwie 5000 Wechsel. What the shit? Ja, ist okay. Mach ruhig den Weg frei. Und stirb dabei. Den können wir jetzt nämlich vollkommen ignorieren. Und den Sturm. Geh weg. Alter, ich dachte gerade so, ne? Das wäre jetzt schon irgendwie ätzend. Oh, ich liebe diese Geschwindigkeit. Die hat ja schon was, ne? Von dem Wurm. Diese Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit von dem Wurm, Alter. Ihr müsst euch eure Sachen denken. Okay, ja. Ich würde sogar ein bisschen näher gehen, weil ich so ein bisschen Schiss, dass der andere Wurm da mich noch trifft. Schön dazwischen gehen. Drei? 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 Oh, den muss ich jetzt auch noch abschlachten. Das ist ja richtig ätzend. Aber ich glaube, man kann, ja genau, man kann das hier echt nicht zerschießen. Das heißt, ach, fick dich doch. Wie viel, die haben wahrscheinlich 5000 Wechsel oder so. Aber wir haben ja unseren Medic, der sollte da schon noch was raushauen. Fick dich, du Dreier. Ganz ehrlich, das ist ja richtig unfair. Das wirst du büßen. Viel sinnvoller wäre, wenn er jetzt eine Kamikaze-Aktion gemacht hätte und einfach in den Graben gerannt wäre mit so einer Granate oder so. Das wäre schon, ne? Kann man auch so machen. So, weil ich jetzt keinen Bock habe, meinen eigenen Wurm abzuschießen. Ja. Gehe ich mal lieber da hoch und schieße den von da aus ab. Safety first. Sollte reichen. Sollte so. Ja. Sollte so reichen. Perfekt. Ja, wir können natürlich jetzt erstmal 10 Minuten hier oben stehen bleiben und dann uns alle wieder hochheilen mit den Wissenschaftlern. Oh, jetzt wurde ich gerade auf TS angestupst, aber egal. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Vielleicht hat es auch einfach keiner gehört. Das wäre auch nice. Hey, what the shit? Komm. Geh da rein. Jawohl, okay. Das stirbt jetzt auch so. Tja. Keine Ahnung. Bewegen wir einfach mal unsere Würmer weiter nach rechts, nach vorne und so weiter. Was können wir denn jetzt da anfangen mit? Also wir können jetzt im Prinzip einfach das da sprengen. Okay. Und dann werfen die wahrscheinlich irgendwie eine Granate hoch und dann, keine Ahnung. Kommt irgendein Shit oder so. Aber ich glaube, ich überspringe jetzt mal und warte noch, dass der andere Wurm nachrückt. Also der Fettsack. Nachher kommt er noch nicht an, weil er zu lahm ist. Das wäre auch schon irgendwie hart behindert, aber gut. Okay, ich glaube, oder ich hoffe, sie haben keine Wechsel mehr. Wobei, nee, würde jetzt gerade in dem Moment echt keinen Sinn machen, Alter. Lass mich pranken. Willst du mich pranken? Gott, geh doch einfach über diese Mini-Kante da. Jetzt kommt er nicht rechtzeitig an, wahrscheinlich. Los, hüpf. Hüpf. Schneller sollst du machen. Alter, das ist doch kein Soldat. Ach, nee, nee, nee. Der Fettsack hüpft hinterher. Stellt euch mal vor, bei der Army ist so ein richtiger Fettsack. Und der kommt da nicht weiter. Wegen sowas zum Beispiel auch. Alter, es ist traurig. Okay, er kommt doch weiter. Nice, gut, sind wir wieder alle zusammen. Schön versammelt. Der da unten ist jetzt auch irgendwie schon, was weiß ich, halb im Marsch. Würde sagen, es ist Zeit zu stürmen. Das ist ja klar, by the way. So, jetzt können wir mit dem hier hoch. Der sollte es ja easy schaffen. Ich habe irgendwie... Oh, ich hoffe, ich mache mir jetzt nicht mit jedem hier Schaden. Wenn ich das Ding da zerstöre. Ja, okay, wahrscheinlich mache ich mir ein bisschen Schaden. War auch klar irgendwie. Aber der Feuerteppich ist doch eigentlich ganz gut gesetzt. Boah, wäre cool, wenn der jetzt vergiftet wäre und einfach da... Ja, verreckt. Komm, Wechsel. Ah, Wechsel zu Schatten. Nee. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd sogar tatsächlich, dass wir da jetzt... Komm, Feuer, du bist ja jetzt bestimmt weg, oder? Nein. Doch. Doch, okay. Ey. Ich sollte meine Würmer nicht so blobben. Scheiße. Ey, das ist nicht wahr. Okay, okay, okay. Ich höre damit auf und bewege mich gleich wieder frei. Müssen wir halt jetzt mal eine, keine Ahnung, eine Granate werfen. Das macht keinen Sinn, oder?
Weil wahrscheinlich wird die nicht ankommen. Oh, 5 Sekunden. Immerhin beim Geschütz ist sie fast angekommen. Und 5 Sekunden waren natürlich vollkommen übertrieben, aber hey. Bleibt der jetzt eigentlich vergiftet? Der Schatten? Wahrscheinlich, ich hoffe mal. Ist ja auch wunderbar zu erkennen, wie einfach hier diese Reihenfolge so einmal rumgeht. Ja. So. Nein, ich wollte überhaupt nicht ploppen, nein. Also, was heißt ploppen? Ihr wisst schon, was ploppen ist, ne? Dass man einfach alle Würmer auf den Haufen stellt und dann schaut, was passiert. Beziehungsweise alle Figuren. 17 Schaden, ey, ich bin echt ein Top-Typ. Okay. Hä? Was? Muss... Okay. Ich habe mich gerade gewundert, warum nicht angezeigt ist, wer wir dran ist, aber das ist ja einfach nur... Ja, das ist ja einfach nur im Prinzip, ja. Dass man einfach nur durchrusht und deswegen kommen wahrscheinlich gar keine Anzeigen, wer dran ist und so weiter und so fort. Hm. Wir müssen zwar irgendwie... Gedanken machen, wie wir das Geschütz ausschalten können. Denn das hindert mich gerade noch so ein bisschen darunter zu gehen. Ansonsten, ja gut, werfen wir uns halt einfach in die Schusslinie und dann passt das schon. Ach nö, jetzt macht's ja bestimmt Sinn. Das könnte jetzt echt ein Kamikaze-Typ sein. Der ist ja mit einem Leben. Ja, auf den Medic. Immer schön auf den Medic. Naja, der hat ja noch genug Life. So. Also der Schatten sollte jetzt wirklich drauf gehen, sonst raste ich aus. Nein, Spaß. Soll ich es wagen, da in die Deckung zu springen? Ja, komm. Nein! Oh! Ja, man, dieses Gepiepse. So. Ich hoffe mal, aus einem gewissen Winkel kann ich da doch draufholzen. Ah, okay, das war noch ein bisschen zu viel. Irgendwann kriegen wir schon einen. So. Hallo, kann der mal sterben, der Schatten? Gibt es keine Runde mehr, oder wie? Unfair. Was ist das? Der ist doch vergiftet. Ach so, oh. Oh, ich glaube, ich habe was falsch verstanden. Den kann man nicht vergiften. Scheiße, okay. Ja, wieder mein Fail. Den kann man nicht vergiften bis zum Tod. Fuck. Ich lasse ihn einfach so stehen, ey. Ich voll Idiot. Tja, was kann man denn da machen? Den hier? Ja. Fuck. Oh, bist das Sporty. Er hat überlebt. Ja. Wir stehen da überhaupt nicht auf dem Haufen oder so. Nein. Ja, aber Gott, was hat man hier für eine Wahl? Das ist ja irgendwie so ein Level, wo man einfach nur durchziehen muss. Okay. Sollte die Maus wahrscheinlich nicht zu vergewaltigen hier. So. Moment. Huch. Falsche Taste. Der muss jetzt sitzen. Alter, ich zerstöre mir echt noch meinen eigenen Wurm. Minus 7. Okay. Ist egal. Wir kommen ja auch... Ich glaube, wir kommen ja auch halt wirklich auch ohne Athletiktypen durch. Das sollte echt... Ja, das sollte klappen. So. Forward Smash. Auch du, du Fettsack. Gott, ist Alarm. Oh, das ist kein Geschütz, oder? Vorerst nicht, nee. Vorerst nicht. Ja, du darfst schon auch weitergehen. Das ist erlaubt im Krieg. Ja. Ist die Frage, ob wir dem jetzt eine Dynamitstange dahin stellen dürfen und den mal fröhliche Weihnachten
wünschen. Ich denke aber schon, oder? Sollte drin sein. Fröhliche Weihnachten, dafür hat man noch immer Zeit. Was heißt Zeit, ne? Ganz ehrlich, ihr kennt es bestimmt alle. Weihnachten und Zeit, das ist... Oh, ey. Vor allem ich habe dann noch so vor Weihnachten... Oh Gott, habe ich Schaden genommen. Ich hatte noch vor Weihnachten noch so die ganzen Klausuren. Ihr wahrscheinlich auch... Also ich habe keine Ahnung, wie das bei euch ist, aber... Klausuren vor Weihnachten und dann noch der Weihnachtsstress mit den Geschenken. Oh, nee. Ey, da kriege ich echt immer... Das ist echt nicht nice. Also das ist... man sagt ja immer so schön, das Fest der Liebe. Das Fest des Zeitstress. Ich benenne es jetzt um, ganz radikal. Ja, ob der jetzt noch lange lebt, ist die Frage, aber hey. Auf die Mine, der ist tot. Gut, dann können wir auch... Hätte ich auch noch weiter vorgehen können. Lol, der hat ja lange angezählt, also lange angepiept. Solange er tot ist, alles gut. Wir müssen nur hier gleich die Mine hier beachten. Naja. Irgendwann dann halt. Ich fände die Mission sogar um einiges spannender, wenn... Also, spannender. Ich bin gerade echt mal sehr erleichtert, dass hier mal eine leichtere Mission dabei ist. Aber hier hätte man vielleicht auch die Mission einfach nur so machen können, dass... what the fuck? Das ist im Prinzip ein Wurm. Vielleicht auch der Fett oder so halt sich da durchkämpfen muss. Das wäre eigentlich auch cool. Geh weg. Du bist halt fett. Und dann halt mit den ganzen Gegnern nacheinander fertig werden muss. Und dafür irgendwie, was weiß ich, 200 Life kriegt und dann einfach mal so hier also einiges tanken kann und dadurch dann halt hier durchgeht. Mal schauen. Wir könnten ja hier ein Schaf runterschicken. Machen wir das doch mal. Hopp, los. Nein, soll es nicht darunter. Aber die Mine... Nein, geh zurück. Nice. Ja, hüpft noch da hoch. Nee, komm. Bevor du mir deine meine Leute reinräumst, läufst. Ey. Also, ich hatte es mir anders vorgestellt, ja. Aber wie kann man denn von da unten da hoch springen? Okay. Mir egal. Tja. Dann wirst du halt nicht vom Schaf gekillt, ja? Wäre auch mal schön gewesen für dich, aber nein. Du verweigerst dich dem Befehl der Rage-Würmer. Meinem Team. In Worms. So. Hallo. Was ist denn dazwischen? Das ist so, das ist irgendwie so eine extrem blöde Kante. Dem gebe ich gleich die Kante, ey. What the fuck? Mal ernsthaft, wo war die Mine? Hat die irgendeiner gesehen von euch vorher? Richtige Tarnmine hier. Tarnmine, oh Gott. Ja, Tarnmine halt. Die kommt dann irgendwann im Spiel. Oh Gott, wir dürfen noch weitergehen. Ja, egal. Jetzt geht er raus zum Wasser. So, also, die habe ich echt gar nicht gesehen, die Mine. Seltsam. Ja, das war unser erster Verlust. Wir werden ihn, ja, vermissen, so, schon, so ein bisschen. Er war immer sportlich und, was weiß ich, eigentlich sonst gar nichts. Oh Gott, da muss man sich hier noch bis da unten vorkämpfen. Ich glaube, das einzige Risiko besteht darin, dass man zu langsam ist. Kann das sein? Dass man im Prinzip eine halbe Stunde braucht, um nach unten zu kommen. Nee, Mann, wir müssen mal langsam Dampf machen hier. Wenn ich noch irgendwann kommen würde. Das wäre echt gefährlich, dann so, weißt du, beim Sudden Death oder so. Das wäre die schlimmste Verarsche, die ich hier bekommen würde, so. Beim Sudden Death einfach beamt sich der Computer nach ganz oben, während ich mit drei Würmern jetzt, beziehungsweise vier auch meinetwegen, halt einfach noch da rumlungern würde. Und dann halt unten verrecken würde. Das wäre echt, das wäre hart. Das wäre schon... Fick dich, Miete! Die fliegt doch überall hin, oder? Die fliegt wirklich überall hin. Ich dachte, die detoniert. Nein.
Das ist halt nicht wie in HNG, dass man einfach Minen mit Handgranaten räumen kann. Nein, das ist nicht so. Die Mine ist stabil gegenüber Granaten. Nee, was ich eben meinte, genau. Der Timer läuft ab, hier die 15 Minuten 50 und dann... Das bringen wir den mal zu mit. Genau. Der Timer läuft ab und dann kommt ja das Wasser hoch. Und ja, dann haben wir das Problem, dass im Prinzip ich dann irgendwie so, ja, ist gut, hier so angekommen bin, beim Grässlich ungefähr. Und der überlebt, der beamt sich hoch, Wasser kommt hoch, alle sterben von mir. Ja, aber hey. Das wird schon. Was, der hat nichts gemacht? Seltsam. Wir packen mal den Fallschirm aus, den wir tatsächlich unendlich zur Begrenzung haben. Okay. Okay, ein bisschen Rechtswind hier. Rechtswind, genau. Ja, ich würde sagen, für den reicht auch eine Mine. Da tut's auch eine Mine. Entdeckung. Ja, gut, hier können wir jetzt nicht mehr so extrem viel Deckung nutzen, aber es reicht halt für den Fettsack. Blitz, ja, der könnte uns da was reinwürgen. Keine Ahnung was, aber ja. Bin gespannt halt, ob hier noch irgendwas, ja, Unerwartetes kommt. Oh, Frag-Granat. Sieht man selten. Sieht man sehr selten. Eigentlich fast gar nicht so, aber hey. Vor allem hier ist auch kein Geschütz in der... In der, wie heißt's? In der Etage. Boah, Alter, guckt euch diese fette Wurst an. Ii. Ii. So. Kann man da irgendwie hoch? Wenn wir jetzt nicht unbedingt... Alter, muss ich mir da jetzt echt... Nee, wir werfen jetzt erstmal... Oder schießen was? Nee, wir werfen eine Granate hoch. Weiß gar nicht, Frag-Granaten, die bringen ja echt nicht so viel. Die machen ja wirklich keinen Schaden. Oder sehr wenig Schaden. Moment, kurz mal konzentrieren, ja. Genau, die Frag-Granaten machen ja wirklich sehr wenig Schaden und versuchen ja eher die Umgebung, die Landschaft zu zerstören. Was ja auch hier ganz gut passiert ist so. Allerdings bringt es nicht wirklich viel. Die Minenräumung ist hier immer noch das lästigste bei der Mission, muss ich einfach mal so anmerken. Sag mal, kriege ich jetzt eigentlich mal da irgendwie... Ach, Moment, noch den Fallschirm mal ausrichten, ausrüsten. Steuerung. Steuerung. Schwere Steuerung. Deutsche Steuerung. Nee, das geht nicht, der Spruch, ne? Können wir da hoch? Vielleicht mit dem einen, wenn ich hier irgendwie so... Naja, wir versuchen es mal so. Ja, die kommt an. Perfekt. Oh, die Mine auch noch. Wunderbar. Wunderbar. Ja, jetzt komme ich hier irgendwie nicht hoch. Das ist ja blöd. Haben wir einen Brenner oder so? Ich habe jetzt keinen Bock, da dieses Metallding hoch... Metallding zu bauen. Jetzt ist erstmal der Feind dran. Der Steiner. In der letzten Mission, ja, meine ich noch ein Medic war, beziehungsweise ich nenne den jetzt einfach Medic, ne? Ein Wissenschaftler. So. Mal gucken, ob meine Pyramide hier funktioniert. Ansonsten, ja, haben wir noch Brenner, okay. Ganz oben drauf und... Gut, klappt tatsächlich. Ist mir dann die Frage, was wir mit dem fetten Wurm machen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal hoch. In den Graben. Krieg. Ja, pf, ganz ehrlich, wir legen die jetzt wieder einfach so nach. Dynamitstange dahin. Und dann kann er sich überlegen, ob er da Weihnachten feiern will. Tschö. Ja, okay. Der lebt halt noch. Scheiße. Ja, who cares? Who cares? 12 Minuten? Ja.
Wir waren bei 15 Minuten hier bei der Hälfte. Mal schauen. Das Schlauste von... Das ist nicht schlau, aber das Schlauste wäre einfach von dem Bot, wenn er denn schlau sein kann, die Zeit hier runter zu spielen. Okay, der ist jetzt dran, dann machen wir es einfach jetzt mit dem Brenner. Ist mir jetzt auch zu blöd. So. Kein Bock jetzt hier noch irgendwie groß was zu bauen und dann erst nächste Runde dahin zu kommen. Ist das der? Ja, ist wahrscheinlich der. Oder? Nee. Aber die sind halt irgendwie schon alle so angedamaged, deswegen sehen die relativ gleich aus. So, hopp, hopp, hopp. Hier wäre es echt mal ein bisschen interessanter, einfach mit normalen Würmern zu spielen. Oder anspruchsvoller, sagen wir so. Anspruchsvoller ist das richtigere Wort dafür. Richtigere Wort. Wort. So. Ich finde das Sächsische jetzt echt, also das heißt jetzt, schon seit längerem bin ich sehr angetan davon. Aus diversen Gründen. So. Finish him. Man kann auch übertreiben, aber ja. So, dann ist jetzt der Steiner. Tja. Ich würde sagen, so lange dauert die Mission gar nicht mehr. Ja. Coole Sache. Erstmal gegen die Map, die Map versuchen zu zerschießen, während das nicht wirklich möglich ist. Ich würde jetzt am liebsten nur noch mit den Wissenschaftlern arbeiten. Der Fettsack ist mir einfach zu langsam. Und da muss ich meine Aussage korrigieren, dass der schnelle, kleine, relativ unnütz war. Weil der ist wenigstens schnell. So, ich hab jetzt echt Bock. Ich baller da jetzt einfach mal mit der Uzi rein. Irgendwie Bock drauf. Einfach, weil ich es kann. Ah, 30 Schaden macht ja nicht so extrem viel Schaden. Gut, ballern wir gleich mit der Bazooka drauf, dann sollte das geregelt sein. Mit... Oh Gott, der schafft's niemals bis dahin, oder? In 45 Sekunden, 40 Sekunden, whatever. Ja. Starke Sache. Er schießt nur noch mit, Schrotflinten um sich. So, jetzt kommt hier der Run des Lebens von ihm. Das ist richtig Parkour-Rennen hier. Kennt ihr zufällig, einige kennt es bestimmt, was ist es denn? Le Parkour, genau. Haben wir letztens im Sportunterricht gemacht. Das heißt letztens, ich glaube vor einem Jahr oder so. Oder vor zwei, whatever, who cares. Auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Ist aber eher was für die 3D-Ansicht, wenn man das in ein Spiel umändern oder in einem Spiel verwirklichen, in einem Computerspiel verwirklichen wollen wollte. Ja. Und dem machen wir jetzt ein Ende. Ja, genau, reicht. Ja, Le Parcours an sich halt Hindernislauf, ne? Und das über, was weiß ich, irgendwelche... Also im Sportunterricht an sich wird es halt über irgendwelche Balken, whatever, so Barren. Und man kann es natürlich aber auch in Real Life machen. Einfach so irgendwelche Balkone oder so hoch, was weiß ich. Eine coole Sache. Also, ein Schüler, glaube ich, hat das, der jetzt nicht mehr auf der Schule ist. Also, eine ziemlich gute Voraussetzung. Der hat das auch gemacht und, ja, war eigentlich ziemlich gut da drin. Der war auch zufällig in meinem Sportkurs. Ja. Echt nice auf jeden Fall. War ich ein großer Fan von. Jetzt machen wir so tolle Sachen wie, ja... Aerobic Steps. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ist mir aber auch im Grunde genommen vollkommen egal, weil ich das einfach nur abgrundtief hasse. Das ist einfach so langweilig. Ich will es gar nicht definieren und euch erklären, was das ist. Ihr würdet es extrem behindert finden. Vor allem, dass wir sowas in der Q2, also in der letzten Schulklasse, noch machen, so was Läppisches, naja.
Wahrscheinlich habe ich einfach den falschen Kurs gewählt. Man kann ja dann irgendwann Sportkurse wählen, beziehungsweise hatten wir die Möglichkeit. Und das verstehe ich jetzt gar nicht hier. Warum überspringt der einfach? Der könnte doch easy darüber gehen und irgendwie mal ein bisschen was abknallen. Kann man eigentlich den Stupser anwenden hier? Lol, die kann man auch bei eigenen Teammates anwenden. Also bei eigenen Würmern anwenden, alles klar. Okay. Interessant. Nice to know. Also, wenn man so möchte, Friendly Fire ist an. Ja, das heißt Friendly Fire. Gut, man merkt es ja auch, wenn man seinen eigenen Wurm einfach irgendwie in der Explosion oder so sterben lässt. Beeilung. Das ist nicht so sein Stichwort, Beeilung, glaube ich. Ja, er ist halt ein Fettsack. Hopp, hopp. So. Mine, reicht das? Wir greifen nochmal zu Uzi. Das muss jetzt aber reichen. Komm schon, der macht da sowieso mehr Schaden. 54, das muss ich mir merken, dass der mit der Uzi 54 Schaden macht. Das ist ja enorm. Enorm viel. Ja. Jetzt ist nur noch der Typ da hinten drin. Ja, wie wir jetzt hochkommen, keine Ahnung. Mal gucken. Kommen wir schon noch irgendwie hoch. Ah, Räuberleiter. Ja. Nein, nein, nein. Oh. Ich war so begeistert von dieser Räuberleiter, dass ich gar nicht mehr bemerkt habe, dass da noch ein Geschütz steht. Aber jetzt steht da kein Geschütz mehr. Ich bin fast dafür, dass wir einen da oben lassen, wegen Sudden Death, aber gut. Ich bin jetzt mal kein Schisser. Weißt du, was hat er jetzt gemacht? Ach so, vielleicht übersprung, keine Ahnung. Irgendwie überhaupt nicht nötig, dass ich das jetzt mache, aber... Irgendwie sieht's cool aus. Ich mag den Fallschirm echt. Coole Sache. Hätten wir jetzt noch einen starken Wind nach links, dann wäre das noch besser gewesen, weil dann hätte ich direkt hier schon landen können, so in dem Bereich hier. Wahrscheinlich. Weil ja dann der Fallschirm so nach links zieht. No. Komm schon, den kriegen wir auch noch darüber. Dann brauchen wir den Fettsack vielleicht gar nicht mehr. Ah. Steuerung. Okay, geht nicht, weil der andere Typ da steht. Okay, dann machen wir es jetzt einfach anders. Nein! Fuck. Ja, okay. Passt schon. Alter. Sehr langwierig, diese Mission. Jetzt muss er erstmal da weggehen. So. Ich stelle mich irgendwie gerne auf andere Würmer ab. Weißt du was? Gott, ob ich hier Luxusprobleme hätte. Halt irgendwelche Probleme hätte, ganz ehrlich. Komm ich noch auf diese Idee. So, ja, machen wir es. Reißen wir es ein. Das Tor zum, naja, Endgegner kann man jetzt wirklich nicht sagen, oder? Was war das? Habe ich mir da überhaupt gedacht? Irgendwie mit... mit so Metallding wieder zu arbeiten. Das ist ja wieder... Oh. Oh, wir bekommen Schaden. Das ist ja wirklich... Also die komplizierteste Art und Weise wieder. Ich denke auch wirklich... Ich glaube, das ist jetzt echt die letzte Folge, die ich für heute aufnehme. Dann sollte ich erstmal genug Folgen haben, auf jeden Fall für die Zeit der LK-Fahrt. Wir haben nichts Großes mehr, oder? Nichts, was irgendwie fetzt. Weil ich Bock da drauf hab. Weil dann wird jetzt von hier mit einer Uzi ab. Okay, scheiße. Oh Mann, ey. Ja, wenn man so hochmütig wird. Oh, jetzt kommt der Nahkampf. Alter, okay. Da gehe ich gerne drauf ein. Und zwar. Ich weiß nicht, was wir noch für Nahkampfsachen haben, aber.
Huch. Komm, bisschen schneller hier. So. Wenn man da untergehen könnte, das wäre hart asozial. So. 3 Minuten 55, bis das Wasser kommt. Und wir holen jetzt mal unsere Teammates hier weg. Oh Mann. Aber ich habe ja schon ihn getroffen. 25 Schaden für beide, das natürlich, ne? Die teilen sich den Schaden. So. Jetzt da irgendwie eine Atombombe auf die beiden. Naja. Ich in meiner Atombombe, die es in diesem Spiel eigentlich gar nicht gibt. Sehr schlau. Ja, ready for action. Ich wäre auch mal gerne bereit für Action. Aber ein gewisser Spacko macht es mir damit nicht leicht. Ja, übertreiben jetzt einfach. Jetzt einfach diese Mission hier beenden. Das kann nicht sein. Ich war irgendwie viel zu leicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand es nicht so leicht. 41. Jetzt komm. Der letzte Versuch. Tja. Beenden wir es. Ich hoffe, dafür kriege ich wenigstens die Goldmedaille. Wahrscheinlich geht es da echt auf Zeit. Also ich meine, dass ich da allein schon Wurm verloren habe, ist eigentlich echt lächerlich. Aber gut, mal schauen. Was er sagt. Supposed to scare them, you idiot. I'm joshing. That assignment was well executed, as were the enemy. Bronze, okay, das liegt wahrscheinlich an der Zeit. Ja, ich entschuldige mich dafür, dass ich so lange gebraucht habe, aber hey, ich spiele hier auch aktuell um roundabout 12 Uhr nachts. Ja, aber hey, wir haben es hinbekommen und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge von Worms. Tschüss.